Willkommen im Land der aufgehenden Sonne bei City Skylines Teil 1 mit unserer neuen Skyline, die wir gebaut haben für unseren Hauptbahnhof. Was machen wir heute? Hotels. Wo sollen die Leute denn zum Henker übernachten, wenn keine Hotels da sind? Ja, also das ist ja ein Frevel, da müssen wir uns mit beschäftigen. Wir sind auch so mehr oder weniger knapp beim Erreichen der nächsten Stufe. Uns fehlen noch ein paar Leute. Ja, hier sagt er schon wieder, ich mache gar nicht Tränkel heute. Ja, also da müssen wir auch ein bisschen, da müssen wir auch ein bisschen ran. Wir müssen wahrscheinlich wirklich gucken, dass wir erstmal blibbelibub, einmal dich weiterbauen. Und dann vielleicht wirklich gucken, dass wir den hier so ein bisschen. So vielleicht. Nee. So vielleicht. Nee. Einmal ranzwirbeln, weil er braucht hier dringend Leute, ne? Ha! Jetzt hab ich's. So. Pump. Und den ziehen wir einmal geradeaus da. Jawohl, so machen wir das. So machen wir das. Dann pinseln wir einmal fix die Sachen hier über. Wie gesagt, hier will ich einen kleinen nehmen. Kann sie da nämlich auch schon weitergehen. Da können sie dann einziehen. Vielleicht können wir hier hinten sogar an der Ecke bis nach da sogar ein paar große nehmen. Einfach damit das auch zwischendrin mal ein bisschen, ein bisschen größer wirkt, das Ganze. Okay, sehr schön. Bevor die hier weiterbauen, brauchen wir hier noch einen Park. Das geht ja mal gar nicht. Ja, die müssen ja hier natürlich einen kleinen Spielplatz haben. Auf dem machen wir den dahin. Können wir das daran setzen? Oh ja, schön am Wasser. Hey Leute, es tut mir leid. Das kann ich so nicht lassen. Das macht mein Papaherz nicht mit. Wir machen da vorne was hin, damit die Leute, die da wohnen, auch mal was machen, was spielen können. Und da brauchen wir auch noch einen. Da liegt noch ein Toter rum. Ja, May. Ein großer Spielplatz kommt einmal da in die Mitte rein. Zack. Dann haben wir das auch. Tja, und jetzt müssen wir noch einmal kurz die Todeskapazitäten überprüfen, die hier auch vernünftig verbrannt werden können. Ja. Sollte eigentlich alles passen. Okay, gut. Notwendige Kleinigkeiten haben wir gemacht. Bleiben wir nochmal Müll, Schule, das passt auch, Feuerwehr, passt auch alles. Okay, gut. Also, Hotels. Darum wollten wir uns ja eigentlich kümmern. Tja, wo haben wir Hotels? Wie, was, wo, wieso, weshalb? Wir haben unsere Hotels eigentlich erst hier unten und diese Miethütten sind natürlich auch mal genial. Wir sind bei 2,3 von 5. Wir haben erst 2 Sterne. Beliebtheit sind 92%. Wir haben natürlich hier eine ganze Menge Hotels. Ihr seht, wir haben hier so ein Hostel. Das ist relativ beliebt. Wir haben 40 von 50 Gästen. Da können wir den Preis vielleicht auf 12 senken. Dann würden hier noch ein paar mehr kommen. Wir haben hier diverse Hostels gebaut. Die sind soweit ganz beliebt. Die Miethütten sind super. Und da müssen wir jetzt wirklich mal weiter gucken, dass wir da weiterkommen. Also unsere Hotels sind an sich gar nicht unbeliebt, aber zumindest auch nicht sehr beliebt. Was ist denn hier los? Warum sterben denn hier schon wieder so viele Leute, ey? Gute, das muss echt mit diesen, mit unserer Straßenführung zu tun haben, ne? Was ist denn, wenn wir da unten noch eins bauen? Direkt, zack, dahin nochmal eins. Krematorium. Ich vermute echt, wir haben zu wenig. Nee, die sind alle nicht ausgelastet. Doch, der ist ausgelastet. Ja, hier wird zu viel gestorben. Na, dann ist ja gut, dass wir da jetzt einen gebaut haben. Okay, gut, dann passt es ja. So. Aber wir wollten eigentlich hier weitermachen mit unseren Hotels. Das müssen wir jetzt auch definitiv machen. Und die Hotels. Wir haben hier eine sehr gute Ecke für Hotels, für Shopping. Sightseeing ist immer gut. Das heißt Shopping, Sightseeing, Business und... Wir haben hier ja alles, sag mal. Heide Witzka. Das ist ja ein Traum für Hotels. Was haben wir denn da Feines? Also da hätten wir... Da hätten wir ein Motel am Strand. Das geht hier nicht. Also wir haben hier ein kleines Hotel. Jetzt gehen wir doch mal in die Pause.
komm, wir können es auch weiterlaufen lassen. Shopping, das müsste dahin. Das hat viel Shopping. Sightseeing geht bis da hinten ohne Probleme. Business haben die ein bisschen und Natur. Oh, pass auf, dann machen wir die hier an die Straße. Upp, 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 upp. Das geht nicht mehr. Okay. Das ist die erste Reihe an Hotels. Also, jetzt gucken wir uns das nächste an. Das Hostel. Das hat am meisten Sightseeing. Also mal gucken, ob wir da oben eine Reihe Hostels hinkriegen. Also, volle Auslastung Sightseeing. Shopping ist grenzwertig. Und das ist das, was ich jetzt tatsächlich ganz, ganz stark bemängle. Und das wird erst in Teil 2 behoben. Und das finde ich ja fast schon eine Frechheit, wenn ich ehrlich bin. Warum hat ein Einkaufszentrum keine Shopping-Attraktivität? Also bei aller Liebe, das ist ein Bug. Ja, ich habe hier zwei Einkaufszentren gebaut, da und da. Und ich habe hier kein Shopping. Für mich ist das ein Bug. Für mich ist das nichts, was man in einer Version 2 mit einem groß und toll angekündigten Feature beheben sollte, sondern das ist für mich ein Bug, der hier als Bugfix eigentlich nachgeschoben werden müsste. Denn das ist ein Einkaufszentrum und das hat hier kein Shopping. Was ist das? Ja, also ganz ehrlich, das ist für mich so eine Sache, die da hätten sie sich dieses Feature auch sparen können, dieses künstlich nachgeschobene DLC, weil das ist für mich ein Bug. Ganz, ganz klar. Aber der wird halt nicht mehr behoben. Der Bug wird als groß angekündigtes Feature in Teil 2 behoben. Entschuldigt, dass ich jetzt ein bisschen lästere. Ja, aber das ist tatsächlich eine Sache, die stört mich unglaublich, dass man völlig sinnlose Features in Teil 2 ankündigt, die eigentlich in Teil 1 Bugs sind und behoben werden müssten. Okay, gut. Jetzt habe ich ganz viel gelästert. Es ist, wie es ist. Wir können es nicht ändern. Ganz einfache Kiste. Deswegen müssen wir das Beste draus machen. Ja. Was wir machen könnten, wäre zum Beispiel von den mittleren Nachfrage an Gewerbegebieten. Pass auf, das können wir nochmal machen. Dass wir beispielsweise hier blub, bis ungefähr dahin noch ein paar hohe Gewerbegebiete ziehen und die jetzt erstmal aufbauen lassen und uns in der Zeit erstmal hier um diese Hostels kümmern. Und ihr seht, da haben wir Shopping. Beliebtheitswertung Business ist natürlich gar nichts. Ja, warum sollte es hier auch Business geben, ja? Jetzt hoffen wir mal, dass die hier unten sich langsam aufbauen, aber wir können halt die Preise der Hostels hier nochmal senken auf, nehmen wir mal 22. Das sieht gut aus. 60, 60, 40. So, wir werden den hier nochmal wegnehmen. Wenn einfach mal ganz fies hier nochmal so eine Bürozone bauen und hoffen, dass da so ein paar Bürofritzen noch einziehen. Und wir haben ja hier Häuser genug. Dann könnten wir beispielsweise mal so gemeinsam und hier vorne an der Grenze den nochmal wegnehmen. Das machen wir nochmal alles weg hier. So. Machen wir dort noch eine hohe Zone. Und dort noch eine hochbewohnte Zone. Dass das hier hinten so ein bisschen aussieht wie, ja, so wie wir das da vorne auch geplant haben. Du kommst hier an, hast hohe Häuser. Und von da aus geht das so ein bisschen sanft in die Kleinstadt weiter. Ja, so in die Richtung möchte ich das hier haben. Okay, gucken wir mal. Jetzt haben wir natürlich hier noch ein bisschen Shopping und hier geht es jetzt langsam bergab. Aber dies ist dann so. So, wir haben jetzt keine Industrienotwendigkeit mehr. Ja, das ist auch überhaupt kein Problem. Wir haben auch überhaupt keine Arbeitskräfte. Wir könnten tatsächlich mal diesen Weg noch eine zweite Ausfahrt machen. Hallo? Geht nicht? Warum? Machen wir das von hier. Das geht. Ampel aus. Dass die hier von zwei Seiten auch reinkommen. Was ist das hier? Achso, das soll so aussehen. Okay. Ja, alles klar. Könnten wir überlegen, ob wir dem der Straßenbahn, dass wir der auch hier noch... Ach, der hat hier sogar eine Haltestelle. Ja, ist auch top. Da hält der nicht. Okay. Das macht jetzt irgendwie keinen Sinn, dass er da nicht hält. Da hält er bitte.
Da hält er bitte. Da. Da hält er. Da fährt er doppelt durch und hält einmal. Da hält er auch. Das ziehen wir ein bisschen nach da. Okay, gut. Dann haben wir zumindest die Sachen. Jetzt ist hier ein bisschen mehr Shopping. Dann können wir uns jetzt besser um unsere Hotels kümmern. Ja, das sieht doch schon etwas besser aus. Wie sieht es jetzt hier mit Business aus? Ja, sobald das da gebaut wird, sollten wir auch Business kriegen. Shopping sieht jetzt auch etwas besser aus. Natur ist hier oben aktiv. Wunderbar. Dann gucken wir uns das mal an. Das ist ja tatsächlich Sightseeing, Natur und Shopping. Natur haben wir da oben, Sightseeing haben wir auch. Das heißt, da können wir sehr gut zwei oder drei Stück dahin bauen. Wir dürfen natürlich eine ganz wichtige Sache nicht vergessen. Parkplätze. Ja, das dürfen wir nie aus den Augen lassen. Deswegen würde ich gerne hier noch eine Straße lang zimmern und dort Parkplätze bauen. So eine kleine. Das zwirbeln wir einfach hier lang. Das wird auch nicht mit dem da unten verbunden. Das ist mir ganz wichtig. Das will ich nämlich eben nicht. Und hier werden Parkplätze gebaut, ja. Damit die Leute, die hier drinnen leben, auch entsprechend was machen können. Aber wir sind ja noch nicht fertig mit dem Gasthof. Das ist schon mal voll. Da können wir eigentlich den Preis erhöhen. Da eigentlich auch. Und dann gucken wir mal, ob das passt. Da sind wir da. Da haben wir gar nichts in Richtung Natur. Pflanzen wir da im schlimmsten Fall zwei Bäumchen hinter. Gut. Also, dann gucken wir mal, ob wir da noch irgendwelche anderen Hotels reinzimmern können. Jetzt haben wir hier nur das Hotel am Strand. Ah, den Rest, den müssen wir wirklich machen, wenn die Hotel... Das mit den Hotels größer geworden ist. Dann gucken wir mal, dass wir denen jetzt hier mal ein paar Parkplätze reinsetzen. Vielleicht den 5x10. Oh ja, der würde mir gefallen. Genau hier hinten rein. Zack, einmal da rein. Ja, genau, den lassen wir da stehen. Und hier pflanzen wir ein paar Bäumchen, in der Hoffnung, dass das schon als Natur gilt. So. Blub. Aber ich fürchte, das ist Tourismus, das ist alles hier vorne. Ja, deswegen haben wir ja hier Hotels hingesetzt. Zufriedenheit, Gewerbegebiete, ja, ist okay. Gesundheit, aber ich wollte eigentlich den hier haben. Und, ach schade. Bäumchen gelten nicht als Natur. Okay, anyway, ist nicht so schlimm. Die sehen auf jeden Fall gut aus. Das sollte unsere Einnahmen auf jeden Fall erhöhen. Sehr schön. Dann haben wir das auch. Und mit den nächsten Hotels müssen wir gucken, dass wir denn hier vor allen Dingen auch weiterkommen. Es gibt genug Hotels, aber müssen jetzt natürlich auch entsprechend erstmal größer werden. Gut. Gut, gut. Jetzt kommen hier hoffentlich... Hier wurden jetzt ein paar Häuser gebaut. Jetzt müssen wir mal gucken. Fehlt es denen an irgendetwas? Ich sehe es jetzt nicht. Die steigen ja weiterhin auf. Er noch nicht. Die sind aber grundsätzlich zufrieden. Hier sind sie auch. Was haben wir da? Nein. Schmarrn, 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 schmarrn. Entschuldigt bitte. So, da haben wir vergessen, etwas zu bauen. Dann haben wir hier hoffentlich jetzt auch genug Leute, die hier arbeiten. Das einmal weg, bitte. Ja. Und das hier vorne, das ist auch nicht hübsch. Müssen wir auch nochmal nachzwirbeln. Das ziehen wir mal bis da vorne hin in seine Einfahrt. Da bitte auch nochmal. Okay. Ja, das sieht schon besser aus. Die Ecke, das machen wir auch nochmal neu. Ja, das ist schon besser. Das machen wir da auch.
Da nicht. Das sind Einfamilienhäuser. Okay, gut. Das sieht schon etwas besser aus. So, jetzt ist hier auch noch der Morgennebel. Jetzt ist da ein Gebäude eingefallen. Das müssen wir auch löschen. So, die Waldbrandgärten stehen da vorne. Gott, das ist aber neblig heute, ey. Ein nebliger Tag in Nerd Valley. 6,5 Grad und jetzt haben wir eine hohe Nachfrage an Wohngebieten wieder. Wir können ja mal da reingehen. Und wir haben insgesamt jetzt immer noch 37.000 auf 40 müssen wir, glaube ich. Haushalte, sieht gut aus. Arbeiter, wir haben eigentlich noch genug Platz. Ne, wir haben 10.000 Senioren. Du grüne Neune. Kein Wunder, dass wir mit den Krematorien nicht mehr hinterherkommen. Nun denn, bei 10.000 Senioren, aber ich glaube, hier passen nicht 10.000 Senioren rein, oder? Da passen 38 rein. Ja gut, okay. Es ist, wie es ist, ne? So. Jetzt gucken wir hier mal beim Nerds Affenzirkus. Oh ja, Leute, noch ein paar tausend Besucher. Dann kriegen wir das da auch hin. Warum habe ich hier nur 100... What? Wieso habe ich denn hier so wenig Einnahmen? Nerds Stadtpark. Was? 25.000 Leute? Wo? Hier? Alter Falter. Und das sollte eigentlich nur für die älteren Herrschaften sein, ne? Guck mal, wir gehen mal dem kleinen Mädchen mit. Da gehen wir mal eine Runde durch unseren Stadtpark. Das sieht schon cool aus, ne? Also, muss ich ja sagen. Das ist echt hübsch. So friedlich. Dann geht's hier runter zum Strand. Schon schick, ne? Also muss ich ja wirklich sagen. Das ist für mich immer eine Sache, die in so einem Spiel immer toll ist. Die Spreu vom Weizen unterscheidet sich immer, wenn man... Ja, und hier, das ist natürlich auch mal unhübsch, aber egal. Also jetzt so spielmäßig, vor allen Dingen, wenn man hier in so ein Spiel reingeht und hier sich diese Situation mal aus der Perspektive anguckt und sich wirklich mal reinversetzt in die Leute, die in deiner Stadt, die du gebaut hast, hier lang gehen, dann sieht man die ganzen Sachen immer etwas anders und sich dann denkt, da würde ich mich nicht hinsetzen. Das ist ja grausig. Ja. So eine Ecken gibt es, glaube ich, in jeder Stadt, auch bei uns irgendwo. Und tja. Die gehen alle. Guck dich das an, die gehen alle hier runter zum Strand, ne? Was hier los ist. Wir müssen den Strand wahrscheinlich echt ein bisschen vergrößern, sag mal. Wahnsinn. Also jetzt mal ohne Scheiß, dass das Ding so beliebt ist, hätte ich nicht gedacht. Auch hier vorne, guckt euch mal an, was hier los ist, ey. Da werden auch knallhart schon mal die Parkplätze zugeparkt. Ist ja cool, dass da keiner parken kann, wenn ein Auto vorsteht. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Schon schick, ne? Übrigens auch hier. Die Lafayette-Risse. Gibt es eigentlich mein Haus noch? Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, ob es mein Haus noch gibt. Ich glaube, ich hatte mir hier irgendwo ein kleines Häuschen gebaut, ne? Der Bürgermeister wohnt hier. Da. Die Nerds-Residenz. Da ist sie. Das ist die Nerds-Residenz. Und wie sich das Stadtbild verändert, ne? Ich hätte mal alle 10 Folgen hier mal einen, oder jede Folge mal aus der Position, aus meinem Garten raus. Ich weiß, es gibt so Bürgermeisterwillen, aber das wollte ich hier nicht. Hier mal ein Bild machen müssen. Wie ich nach links gucke, wie ich nach rechts gucke und einfach mal aus meiner eigenen Villa heraus das Stadtbild verändern. Naja,
Das hat sich auf jeden Fall ganz schön was getan in unserer Stadt. Und jetzt brauchen wir mehr Leute. Und wir haben aber, wie sieht es mit dem Verkehr aus? What? 90%? Ja, weiter sage ich nicht nein, ne? Ich einmal weg, dann passt das. Jetzt sind wir aber noch nicht weitergekommen. Wir sind bei 37.000. Wir brauchen 40. Das sind noch 2.000. Das kriegen wir hin. Aber erstmal gucken wir hier nochmal rein. Denn das ist heute wichtig, was sich hier getan hat. So, Hotels verwalten. Wir sind bei... Ja! 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 Wir haben hier 5.000er-Schwelle. Mega! Mega, mega, mega. Das ist ein ganz wichtiger Moment. Das gibt uns nämlich die Möglichkeit, neue Hotels zu bauen. Ich bin im falschen Reiter. Dort, dort. So. Es gibt uns jetzt nämlich einmal Ihmchen hier. Das ist das Stadthotel mit... Nein, das ist das Shoppinghotel gewesen. Ah, das können wir natürlich gut da hinsetzen. Nein, das passt nicht mehr. Dann müssen wir das eine Hotel abreißen. Jetzt müssen wir aber mal gucken. Sightseeing kriegen wir da hin. Und Business haben wir hier gar nicht. Ah, das ist die falsche Ecke, ne? Dann müssen wir mal gucken, ob wir das vielleicht woanders hinsetzen. Das ist ein Berghotel. Los Bergos. Das könnten wir tatsächlich gut da hinsetzen. Müssen wir mal gucken. Also, Sightseeing haben wir. Shopping. Mehr oder weniger. Business. Ein bisschen. Natur. Auch. Check. Einmal dahin bitte. Ja, und dann wird es hier vorne mit Hotels schon echt eng werden, ne? Dann würde ich mal sagen, machen wir tatsächlich jetzt hier unseren Altenheim-Brush mit den schönen Obstbäumchen. Blub. Einmal fertig. Dann war es das hier mit Hotels. Jetzt hoffen wir mal, dass es hier unten noch ein bisschen was gibt. Da würde ich jetzt spielmechanisch gerne wissen, was heißt genau Business? Das muss diese Office, dieser Office-Bereich sein, aber die wollen davon einfach mal jetzt nichts haben. Es ist, wie es ist. So, was ist das? Hab ich irgendwas verpasst? Hä? Gab es irgendwie einen Tsunami oder sowas? Nee. Was ist das jetzt? Hä? Was ist denn das? Wieso sind denn hier jetzt diese Dinger unter Wasser? Vor allem, warum kann ich da nichts tun? Das ist ja crazy. The Coast Guard is warning of a tsunami approaching the area. Residents should avoid roads and waterfronts. Tja. Was soll ich dazu noch sagen, ihr Lieben? 5,8. Doof gelaufen. Guckt es euch nochmal an. Unsere Stadt. Hoffentlich nicht die letzte Folge. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Strategienet.